Präzision ist messbar. John, Mess- und Spannmittel. John 3D-Taster. Wir machen klein. Rundlauf justieren. Taster in eine Werkzeugaufnahme einspannen. Messuhr an die Tastkugel anstellen. Den höchsten und den tiefsten Messpunkt finden. Mit den beiden Stellschrauben in Richtung der Messuhr auf Mitte einstellen. Wiederholen Sie den Vorgang so lange, bis die gewünschte Rundlaufgenauigkeit erreicht ist. Achten Sie darauf, dass am Ende alle vier Stellschrauben mit maximal 2 Newtonmeter festgezogen sind. Antasten radial. Taster in Spindel einsetzen. Kühlmittelzufuhr und Spindel abschalten. Bitte exakt senkrecht zum Werkstück antasten. Sonst könnten Messfehler entstehen. Mit dem Taster vorsichtig der Werkstückkante nähern, bis sich der große Zeiger zu bewegen beginnt. Dann so lange weiter tasten, bis beide Zeiger exakt 0 anzeigen. In dieser Position steht die Spindelachse exakt über der Werkstückkante. Antasten axial. Die Bezugslänge des 3D-Tasters auf einem Voreinstellgerät ermitteln. Dabei sind 1,5 mm für den Messweg des 3D-Tasters zu subtrahieren. Taster in Spindel einsetzen. Kühlmittelzufuhr und Spindel abschalten. Bitte exakt senkrecht zum Werkstück antasten, sonst könnten Messfehler entstehen. Mit dem Taster vorsichtig der Oberfläche des Werkstücks nähern, bis sich der große Zeiger zu bewegen beginnt. Dann so lange weiter tasten, bis beide Zeiger exakt 0 anzeigen. Die Spindel steht nun in Höhe der ermittelten Bezugslänge über dem Werkstück. Tasteinsatz auswechseln. Den Tasteinsatz von Hand herausschrauben. Der Tasteinsatz kann auch mit Hilfe einer kleinen Zange leicht gelockert werden. Die Tastspitze komplett herausschrauben. Achten Sie dabei darauf, den Gewindestift mit herauszuschrauben. Neuen Tasteinsatz einschrauben und von Hand gut festdrehen. Achtung! Bitte Rundlauf überprüfen.